Schau, Kinder, ein Delfin. Ein Ausflug zum Meer kann kaum besser werden. Muffin, Muffin, einen Bus, der unter Wasser fahren kann. Seht mal da drüben, ein Fischschwarm. Oh, und dort, Quallen. Und ein Wal. Und, oh, hallo, Fräulein. Nein, warten Sie. Ah, ein Hai. Wir müssen hier weg. Beweg dich um ihn herum, Morphe. Herrje, es ist gefährlich hier. Wir sollten umkehren. Oh nein, der Seeriese. Wen nennst du hier einen Seeriesen, du kleiner, winziger Mann? Ich bin Neptun, König der Meere. Hi, Neptun. Wir machen einen Unterwasserausflug. Wir hatten viel Spaß, bis der Hai ankam. Ach, der Hai. Der ist nicht schlimm. Aber er ist jetzt weg. Ich werde euch helfen und mache euren Ausflug zum besten, den ihr je hattet. Ist das sicher? Aber natürlich. Los! Okay, jetzt bin ich dran. Danke, Neptun. Das war der beste Ausflug der Welt. Ja, unvergesslich. Gern geschehen. Ihr könnt jederzeit wiederkommen. Tschüss! 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 Danke, Morphe! Es ist soweit! Mit dieser Erfindung wirst auch du dich verwandeln können, genau wie Morphe! Versuch mich jetzt zu fangen. Pterodactyl! Ja, gute Idee, Morphe. Lass uns Dinosaurier spielen. Ich weiß, welcher Saurier ich sein will. Der größte von allen! Wow! Der Argentinosaurier! Rutschen! Sieh dir meinen riesigen Schwanz an! Oh nein! Die Erfindung ist kaputt! Ich kann mich nicht mehr zurückmorphen. Professor Rashid! Ja, du hast recht.
Ich muss zu Professor Rashid zurück. Aber ich bin so groß, ich komme nicht an den Bäumen vorbei. Morphin, Morphin, einen Kran. Ich habe die Erfindung kaputt gemacht und kann nicht mehr morphen. Kein Problem, das ist im Nu repariert. Zu reisen. Wir gehen zurück zur Zeit der Dinosaurier. Oh, Dinosaurier! Es gibt ganz viele verschiedene Dinosaurier und wir werden sie alle studieren. Ja, los gehen! Da sind wir. Die Zeit der Dinosaurier. Da. Oh nein, das sind Velociraptoren. Velociraptor sind kleine, aber gefährliche Dinosaurier. Oh! Heilige Reagenzgläser. Puh, das war knapp. Danke, Morphle. Morphle, verwandle dich in einen Gallimimus. Wow! Ein Gallimimus ist einer der schnellsten Dinosaurier überhaupt! Schaut dort drüben. Das sind Argentinosaurier. Sie sind so groß und sie essen nur Pflanzen. Oh nein, wir müssen dieses Ei retten, Morphle. Verwandle dich in einen Pteranodon. Mutter dieses Eis nur noch finden. Hm, es sieht nicht aus wie ein Argentinosaurus-Ei. Nein, schau, das ist ein Argentinosaurus-Ei, gleich da drüben. Lass uns weitersuchen. Ein Triceratops. Triceratops haben drei große, scharfe Hörner. Oh, das ist so süß. Aber schau, diese Eier sehen ganz anders aus als das Ei, das wir haben. Also ist dieses Ei kein Triceratops-Ei. Interessant. Wow. Ein echter Pteranodon. Und er versucht, uns von seinen Eiern wegzujagen. Und schau, diese Pteranodon-Eier sehen nicht so aus wie unser Ei. Lass uns schnell weiterfliegen. Oh.
Das sind Ankylosaurier. Sie können mit dem Ende ihres Schwanzes richtig fest zuschlagen. Seh dir diese Eierschale an. Sie ist ganz anders als unsere. Schau, Krokodile! Hä? Wieso sind hier Krokodile im Zeitalter der Dinosaurier? Krokodile sind eine sehr alte Spezies. Es gab sie bereits im Zeitalter der Dinosaurier. Wow! Aber schau, die Krokodileier sehen anders aus als unsere. Oh, ich glaube, wir werden niemals die Mutter dieses Eis finden. Wow! Ein Spinosaurus! Es will uns fressen. Lauft! Morphe, verwandle dich in einen T-Rex. Ein Spinosaurus ist viel größer als ein T-Rex. Das war knapp. Gut gemacht, Mila. Kleiner Freund, es ist wirklich seltsam, aber eines Tages wirst du groß und beängstigend sein. Mit dieser Fernsteuerung, gestohlen von Professor Rashid, können wir diese Tiere in Riesen verwandeln. Die Banditen verwandeln alle Tiere in Giganten. Oh nein, wir müssen ihnen die Fernbedienung wegnehmen. Morphe, verwandle dich in einen Superhelden. Das war wohl nicht so schlau. Wir kommen zurück. Ja! Toll! Lass uns jetzt die anderen Tiere zurückverwandeln. Da ist der Pinguin.
Weiter so, Marvin. Hi, Affe. Lass uns dich zurückverwandeln. Aber, oh nein, ihr seid ja so klein jetzt. Aber ihr seid immer noch tolle Tiere. Er kann alle Tierarten kombinieren. Damit könnte man gut neue Haustiere für den magischen Tierladen schaffen. Schau mal her. Wie man sie ohne Rashids Hilfe zurückverwandelt. Nein, warte! Verwandle dich in einen Superhelden, Morphe! Alle vermischt. Und schau mal, deine Katze hat einen Löwenkopf. Oder mein Löwe hat einen Katzenkopf. Pfötchen, bist du das? Da diese Maschine Teile von unterschiedlichen Tieren tauscht, brauchen wir also, um den echten Rashid zu finden, eine Ente. Auf zum Park, Morphe. Und das ist der Grund, warum Menschen nicht fliegen können, aber Enten schon. Erstaunlich, ne? Professor Rashid! Mila, Morphle, lasst uns zurück zum Labor, um diesen Unsinn umzukehren. Das sollte klappen. Und drück den Knopf. Wundervoll! Und jetzt noch die restlichen Tiere. Nein, bitte verwandelt sie nicht zurück.
Die Leute lieben die Tiere. Ich hatte noch nie so viele Besucher. Außerdem würde ich sie gerne heranziehen zu magischen Haustieren. Was habt ihr denn heute so vor? Wir spielen mit Morphids Lieblingsspielzeug, Mr. Action. Mr. Action ist so mutig und hilft Menschen, wo er nur kann. Ausgenommen böse Leute, selbstverständlich wie Professor Evil. Oh, wow. Sollen wir ihn zum Leben erwecken, damit er den Menschen in der Stadt helfen kann? Lebendig? Oh, setz ihn auf den Boden, Morphle. Ich bin Mr. Action! Professor Evil, mein Rivale. Her mit diesem Gerät. Oh, in Ordnung. Das war einfach. Zeit, der Stadt zu helfen. Mr. Action! Wir müssen den Lebensstrahl zurückholen, Morphle. Verwandle dich auch in einen Superhelden. Keine Sorge, Ma'am. Ich helfe Ihnen. Weg mit dir! Fang es, Morphle! Lass diese Frau in Ruhe! Danke, Morphle! Schlimmste! Oh nein! Ich nehme das, Jungs. Sie brauchen definitiv Mr. Action. Bitte was? Bitteschön, ihr ehrlichen Bürger. Aber das sind die Bösewichter. Lügen haben kurze Beine, Peter Friesen. Thank you.
warum hältst du Professor Evil? Seid ihr seine Helfer? Nein, nein, nein. Das ist hier Professor Evil. Professor Evil ist ein Spielzeug. Genau wie du eines warst, Mr. Action. Das ist Professor Rashid. Und er sollte kein Spielzeug sein. Oh nein. Danke für die Erklärung, kleines Blaubeermädchen. Heilige Reagenzgläser. Aber wie bekämpfe ich jetzt Professor Evil? Ich muss selbst wieder zum Spielzeug werden. Warten wir. Du hast uns doch schon gefangen. Ja, ja. Ich bin ja gleich da. Sieh ihn dir an. Ja. Sieh ihn dir an. Ja, ja. Sieh mal. Guck mal, Morphe. All diese Dinge haben ihre Farbe verloren. Wow. Morphe, verwandle dich in einen magischen Farbpinsel. War grün. Moment mal. Diese Objekte haben keine Farbe. Genau wie ich. Aha. Du hast also die ganzen Farben in dieser Stadt weggenommen. Das solltest du wirklich nicht tun. Eine Welt ohne Farben macht nämlich gar keinen Spaß. Wow! Tiger lustig! Ja, das ist lustig. Lass uns noch mehr Tiere mit lustigen Farben anmalen. Juhu! Da bist du ja, Chroma. Ich hab dich gesucht. In der Stadt gibt es viele Probleme, weil du alle Farben weggenommen hast. Morphe kann Chroma helfen, alle Dinge in ihren ursprünglichen Farben anzumalen. Hallo ihr! Unser Feuerwehrauto hat seine Farbe verloren. Morphe und Chroma können dabei helfen. Nein, Morphe.
Ein Feuerwehrauto ist immer rot. So wie du. Ich danke euch so sehr, Morphle und Chroma. Hi, Wolkenmonster. Doch recht. Bitte, nach Ihnen. Wow, ihr habt ja schon alle Probleme in der Stadt gelöst. Morphle und Chroma, ihr seid ein tolles Team. Chroma mag an meinen sehr. Ich hab eine Idee. Chroma, willst du einen menschlichen Gefährten der Farbe auch so lieb wie du? Das perfekte magische Haustier für einen Maler wie mich. Verrückt. Wir sind die Lunchpaket-Banditen. Ja, her mit dem Mittagessen. Aber ich habe kein Mittagessen. Dann musst du dafür halt mit Geld bezahlen. Der nächste bitte. Niemals.
eine Riesenspinne. Zeit hier abzuhauen, Jorn. Anfänger! Ja! Wow! Was für ein Held! Du hast alle gerettet! Und mein Sandwich.